Buonasera, salve a tutti. Willkommen zur DAX-Index-Analyse am Freitag, den 22. März. Wir haben rund 19 Uhr. Beim letzten Brief hatte ich gesagt, dass die 11.850 durchaus eine Möglichkeit sind, die ihr sehen kann. Das kam durch diese Punkte hier. Einmal hier, der war auch noch da drüben auf der anderen Seite und hier auch nochmal. 11.850, das hat er noch nicht mal ganz geschafft. 11.823 war das Hoch. Damit hat er als einer der letzten Indizes die 200-Tage-Linie zumindest mal geküsst. Kurz überboten, dann sofort wieder runter. Dann kamen die Bayer. Sowas schockt natürlich. Ja. Das ist allein an dem einen Tag waren das 90 Punkte, wenn nicht gar 100 Punkte, nur in Bayer, die der DAX da verloren hat. Die gleitenden Durchschnitte gehen nach unten auf. Das ist auch nicht besonders gut, weil, ich mache es mal ein bisschen größer, wir schließen unter dem unteren Band. Das ist nie besonders gut. Es kommt eine Unterstützung hinzu, das ist der Juni-Downtrend und der liegt momentan bei 11.325. Bitte, jeder zieht den ein bisschen anders, irgendwo bei 11.320 bis 30. Nie genau auf den Punkt gucken. Die gleitenden Durchschnitte machen in etwa das, was sie hier gemacht haben. Ich nehme das zur Kenntnis, aber für mich ist das mehr eine optische Hilfe. 10 geht durch 20 nach unten. Nicht gut. Was mir nicht gefällt, ist das MACD. Ganz klar negativ. Und der Oszillator natürlich auch. Das heißt, von hier ist nicht viel zu erwarten. Ich habe überlegt, bis wohin kann der Freund denn fallen. Als ersten Punkt habe ich außer diesem Downtrend hier bei der 11.325 noch die 11.233. Das wären dann 38% von dieser ganzen Bewegung, die er nachgibt. Der Markt ist nach wie vor in einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Das dürfen wir nicht vergessen. Der hat jedes Recht, mal zu atmen. Der Dow auch, das Tempo auch, der Nasdaq auch. Die dürfen alle auch mal wieder ausatmen. Von daher finde ich das jetzt erstmal gar nicht so dramatisch. Was ich Ihnen allerdings zeigen will, und das gefällt mir nicht so gut, das ist die Woche. Wir haben hier, der Trend ist jetzt ein bisschen anders verlegt, der verschiebt sich. Wir handeln hier um die 200-Wochen-Linie herum. Und die 20-Wochen-Linie liegt erst hier bei 11.165. Das ist für mich das Maximalziel von dieser Bewegung hier. Und was mir da besonders schlecht gefällt, wenn man so will, ist dieser Punkt hier. Das ist über die Stochastik. Das ist ein ganz frisches Verkaufssignal auf sehr hohem Niveau. In dieser Woche, und zwar durch den Freitag heute, hier durch die 80 nach unten durchgerauscht. Und das finde ich natürlich nicht besonders toll. Also, ich glaube, es gibt keinen Grund, momentan long zu gehen. Ich habe auch hier und da Schnüffelstücke gekauft. Wer mal die Webinare oder Seminare oder auf den Messen, morgens ja wieder in Frankfurt, das mal hört, Schnüffelstücke, das sind also kleinsten Positionen, einfach um reinzuriechen in den Markt. Ja, das ist dann ein Fünftel, zwei Fünftel, maximal zwei Fünftel, um ein Gespür zu kriegen. Dann bin ich näher dran, dann habe ich halt Angst, Hoffnung und Schmerzen in dem Moment, in dem ich involviert bin. Gucken wir uns mal ein paar Scheine an. 11.165 war über die Woche die 20-Wochen-Linie. Da würde ich gerne drunter gehen. Das wäre mir hier einfach zu knapp. Ja, weil ich muss immer damit rechnen, da kommt irgendwo noch eine neue Bayern-News oder whatsoever. Und dann knallt mir das Ding hier durch. Deswegen gehe ich tiefer. Wobei der Hebel nicht schlecht ist mit 51. 11.138, da sind wir hier. Wie gesagt, ich orientiere mich an der 20-Wochen-Linie 11.165, da drunter. Das von Goldman Sachs, die GA2LDC. Ein Unlimitierschein, 11.138. Jetzt gucken wir mal nach dem Putz. Und bei dem Putz interessiert mich dieser hier, 11.800. Der ist oberhalb der 200-Tage-Linie, aber unterhalb vom Low. Ich glaube, dass nach dem Abfall hier von rund 500 Punkten wir uns schwer tun dürften, da wieder hochzugehen. Ich denke, 11.800 reicht. Das ist immer noch ein 26er Hebel, das ist die GA3YHB von Goldman, auch ein unlimitierter Schein. Also ich glaube insgesamt, dass das nächste Quartal schlechter wird. Ich rechne eigentlich doch damit, dass wir nochmal unter die 11.000 gehen und wahrscheinlich sogar deutlicher. Ich glaube, 10.000 steht auch zur Disposition für die nächsten 3 Monate. Die Zahlen von der Wirtschaft, die waren jetzt echt nicht so prickelnd. Aber kurzfristig ist noch hier alles in Ordnung. Das muss man ganz klar sagen. Der Markt atmet und das darf er. Und er darf locker bis hier runtergehen. Dann ist immer noch alles in Ordnung. Wirklich schwierig würde es erst unter der 10.864, da sind wir hier.
da wäre es gefährlich. Aber bis dahin hat der Platz und es ist nichts anderes als eine gesunde Korrektur in einem mittelfristigen Aufwärtstrend. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.